Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it. Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, und wir zocken heute Trove. Ja, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann bitte jetzt kostenlos abonnieren. Ja, und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, da verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, Leute, es kam leider schon lange kein Trove-Video mehr oder allgemein kein Video mehr. Ja, und es ist bald Halloween vor der Tür. Also, was heißt hier bald? In 2 Tagen. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich in diesem Video mal so ein paar Halloween-Aufgaben mache, weil am Mettenkreuz steht so ein riesiger Kürbis mit so Workbenches drin. Und da kann man sich halt Sachen craften mit bestimmten Items. Und da gibt es halt solche NPCs, die geben euch Aufgaben. Und es waren hier mal solche Kränze. Und jetzt habe ich das getauscht in Kürbisse. Ja, ist ja bei Halloween, ist ja klar. Yeah, und deswegen gehe ich jetzt mal zum Mettenkreuz, zu diesen Aufgaben. So. Ja, da ist auch der riesige Kürbis. Und hier sind die ganzen NPCs. Ja. Müssen wir einmal in Bomber Royale gehen, sammle 3 Kürbisse. Und schließe eine 3-Sterne-Dungeon ab. Ich benötige deine Hilfe beim Aufspüren von Süßigkeiten. Ich weiß, dass sie die vor mir verstecken. Schließe schließe ein 3-Sterne-Dungeon in einem beliebigen Biom ab. Wie jetzt beliebigen? Einfach ganz normal? Okay, ich versuch's mal. Ich nehme mal diese Aufgabe an. Jetzt gehe ich in einen beliebigen Biom. Puh, keine Ahnung. Geht auf Neon City. Ich gehe mal hier. Dschungel. Und da ist schon ein 3-Sterne-Dungeon. Und da ist schon ein riesiger Dino. Den knüpfe ich mir vor. Weil er bringt richtig viele Items. Nein, ich will hier nicht angeln. Nein. Diese kleine Fritze da ist nicht zum Angeln gedacht. Ich glaube nicht, dass er auf Fisch leben. Also. Hier ist der 3-Sterne-Dungeon. Ein Vulkan. Oder was auch immer das bezeichnen soll. Okay, ich muss hier lang. Sage dich, ich habe eine Chaos Drawer erhalten. Lol, ich habe da wirklich eine Chaos Drawer erhalten. 9 Flaschen. Schön. Ich töte jetzt erstmal den hier. Keine Ahnung. Spaß. Mann, diese Anzeige stört. Wenn die jetzt nicht weggeht, dann kann ich drauf nicht warten. Okay, jetzt ist das weg. Stirb, ihr alle. Ihr seid ja nicht willkommen. So. Erstmal die 2 Gewinnkisten öffnen. Gucken, was bei Forderungen ist. Schattensiegel. Ist irgendeine Münze. Keine Ahnung. Gucke ich dann später. Und übrigens mein Stella-Drache, der ist schon fast komplett ausgewachsen. Also mir fehlen noch ein paar Seelen. Nein, er hat es abgeschlossen. Ach so. Warte mal. Da steht oben rechts, schieße Kürbisschlupfwinkel ab. Finsterfest. Damit wurde, glaube ich, Halloween gemeint. Und schon wieder schießen in Trove Kürbisschlupfwinkel, die Pilze aus dem Boden. Achso, ich finde, das solltest du dir etwas genauer ansehen. Schattensiegel habe ich doch gerade bekommen. Ja, das habe ich gerade bekommen. Och, dann suche ich mir halt noch einen 3-Sterne-Dungeon und der ist gleich da hinten. Ich hoffe, die erledigen den nicht, diese Typen da. Jo, der Typ steht einfach nur rum und macht nichts.
einfach nur rumstehen. Ja, das ist ein ziemlich großer Dungeon und ziemlich cooler. Oh, hier ist der Einwanderer. So. Auf jeden Fall Lava-Kanalisation. Ja, keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Ja, da war einer. Oder da ist einer, gesagt. So, jetzt, der hat das schon mal, also das erste, was man eigentlich im großen Dungeon machen sollte, nämlich die kleinen Bosse erstmal besiegen. Und ich sterbe gleich. Und danach den großen, aber die Frage ist, wo ist der große Boss? Da ist noch ein kleiner. Den mache ich auch mal ganz schnell. Mit meinen Fähigkeiten. So. Ich möchte mal hier so lang gehen, überall mal so rumgucken. Hier ist Sackgasse. Wer ist der Typ? Ihn. Geht's auch hier irgendwo hoch? Nein, hier gibt's eine Lava. Wenn nicht. Kann ich durchgucken? Konnte es gerade. Ah, da gibt's aber eh nichts. Also, jetzt muss ich irgendwie wieder nach oben kommen und dann von außen mir das Ganze mal angucken. Ah, hier geht's runter. Das ist wahrscheinlich nur der Boss. Oh, manchmal einfach nur nein. Ja, ich besiege meistens, also ich mache jetzt meistens nur Dings hier. Oh, Schattenturm. Und deswegen kommen dann nur große Bosse und jetzt habe ich ihn halt nicht erkannt. Ja, und das Imperium schlägt zurück, Amagalan in Neon City. Ja, ich habe lange gesucht, ich will ihn jetzt nicht nochmal suchen. Das ist auf jeden Fall wieder so ein riesiger Diener. Den gönne ich mir. Von mir. Vier Items, das ist gut und ich habe irgendwas vorhin Radiant erhalten. Radiant sage ich schon, Shadow. Es könnte vielleicht für meinen Pirate Captain nicht schlecht sein, aber keine Ahnung. Ich werde mal gucken. Aber ich habe jetzt den 3-Sterne-Dingsbums erledigt. Jetzt muss ich einmal wieder zurück zum Weltenkreuz und gucken, ob die Aufgabe fertig ist. Also ich glaube, ich musste, wenn es fertig sein würde, würde ich irgend so ein Geschenk bekommen, sage ich jetzt mal. Aber wenn es nicht so ist, dann keine Ahnung. Ja, habe ich getan. In einem beliebigen. Ja, super. Flummi-Bomben. Lava-Bomben, große Bomben in Battle Royale. Hey, keine Ahnung. Das dauert wahrscheinlich ziemlich lange. Was ist denn noch mein beliebiger Biom? Jetzt ernsthaft. Ein beliebiger Biom. Einfach so heiliges Hochland oder was? Ach komm, wechseln wir einfach die Aufgabe und machen einfach Luftbomben in Battle Royale. Das hier habe ich vorhin nicht hingekriegt, weil ich habe sie im verfluchten Tal gesucht, keins gefunden und ich habe dann aufgegeben. Also mache ich das jetzt mit Bomber Royale. So, was ist nochmal die Aufgabe? Wirf 20 Flummi-Bomben, Lava-Bomben und große Bomben in Battle Royale. Das ist auf jeden Fall, ich nehme es nochmal an. Ah, schon angenommen. Okay, dann
gehe ich jetzt, also ich muss dann einfach hier ins Menü klicken und dann einfach so und dann geht's schon los. Oh, das geht jetzt schon los. Wie sagt ihr, jetzt geht's los. So, jetzt hier hoffe ich. Wie wirst du nochmal bomben? Habe ich komplett vergessen. Ah, okay, jetzt. Ja, ich habe seit langem nicht mehr gespielt, also das ist ja die Ölsache hier. Flummi-Bomben. Ja, wo finde ich denn jetzt hier Flummi-Bomben? Die liegen ja irgendwo quer auf der Map herum. Und die soll ich halt eben werfen. Ich soll keine killen. Und das ist gut. Das sind irgendwelche Bomben. Nein, ist nicht mal da. Schade. Okay, jetzt muss ich mich auf die Sache hier konzentrieren. Komm, wirf mal ein paar Bomben hier auf den. Okay, der kriegt auf jeden Fall Damage. Ja, der Typ ist... Nein, nein, oh Gott, nein. Jetzt bin ich ganz unten im Keller gelandet. Irgendwie leckt es auf einmal, weil hier überall Bomben explodieren. Ja, und da ist eine Bombe, die ich gebrauchen könnte. Perfekt. Eine Haftbombe. Ich glaube nicht, dass ich die brauche. Boom. Los, 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 los. Ja. Angehittet. Das ist die Hauptsache. Perfekt. Ich habe, glaube ich, die Aufgabe fertig. Was? 16.380 Erfahrung? Was? So viel? Komm schon. Komm schon. Gib los. Yeah. Und noch so eine Haftbombe. Die bin ich mir schnell. Oder ist irgendjemand anders tot? Los. Einfach das hier platzieren. Peng! Und ich habe, glaube ich, niemanden angehittet. Das ist leider blöd. Und der hittet mich an. Das ist auch blöd. Und jetzt wieder diese Haftbombe, die muss ich mir schnappen. Und da schnappt sich schon jemand anders die Haftbombe. Hier sind Würfel. Los. Nein, nein, ich will nicht sterben. Ich bin auch zu jung dafür. Schnell weg hier. Los. Hier, abhauen. Ich werde sonst bombardiert wie sonst was. Klingt schon, Alter. Irgendwie ganz komisch, das mit dem Bombardieren. Aber egal. Oh, ich habe jemanden gekillt. Mega geil. Ist hinter mir einer und bombardiert mich. Dieser blöde Typ. Nein. Nein, ich bin tot. Das ist scheiße. 14.000 Erfahrung dazu gekommen. Okay, warte. Nein. Ja, ich will zum Wetten kurz zurückkehren. So, was habe ich denn bekommen? Eine Bombe Royale-Münze. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, ich habe die Aufgabe auch abgeschlossen. Jetzt kann ich einmal zu diesem Dings da Booster gehen. Und einmal hier die ganzen Dinger heraussuchen, was ich. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, hier kann man die einlösen. Ich weiß jetzt nicht. Ich kann mich mit den Münzen jetzt nicht aus. Die ist auf jeden Fall nicht hier. Jetzt gucke ich mal, was die Münzen so können. Ja, Bomber-Royal-Münze ist, ja, Schattensiegel, eine Münze des Finsterfestes 2018. Schön, wie die Anzeige weggeht, kann an der Schattenbank in Weltenkreuz der Fertigung einzigartiger Kisten und Kollektionen genutzt werden. Okay, das ist gut. Das ist mega gut. Da, zum Glück habe ich die Aufgaben gelöst. Ich habe, glaube ich, alle drei gelöst, weil sonst hätte ich jetzt nicht drei Münzen. Ja, was kann ich denn hier craften? Hier, Kisten. Skellys Schatzkiste. Kann ich irgendwas machen? Man kann die Mission immer und immer wieder machen. Und dafür halt solche Kisten freischalten. Hätte ich noch zwei Albtraumkisten. Hätte ich noch zwei solche Dinger,
könnte ich mir die Albtraumkiste holen. Öffne dieses gute Stück und du erhältst einen zufällig ausgewählten Gegenstand zum Finsterfest. Eventuell findet sich darin sogar das seltene Haustier Salem und das Reittier Sabrina. Oh, Sabrina ist so eine Horrorfrau oder keine Ahnung. Ja, ist so eine Horrorfrau. Frau, genau. Ein wahres Füllhorn an Geschenken enthält Variantenbündel, Drachenmünzen, das ist gut, und manchmal auch etwas Diamantreich, die brauche ich nicht. Und oder nee, ich würde mir glaube ich jetzt noch so zwei leichte Aufgaben machen. Ich mache mal das jetzt noch mal mit dem 3 Sterne dann. Oh Mann, ich kann das nicht mehr machen. Du hast es abgeschlossen, aber das hier habe ich noch nicht. Doch, das habe ich abgeschlossen, oder? Warte. Bis die Anzeige weggeht. Das habe ich noch nicht abgeschlossen. Jetzt haben wir 3 Kürbisse. Achso, ja, ich habe das noch nicht abgeschlossen. Keine Ahnung, Kürbisse wachsen während des Schattenfestes vornehmlich im verfluchten Tal. Du kannst stattdessen aber auch eine gärtnerische Fähigkeit nutzen und sie selbst anbauen. Sind sie weder in den Handelposten noch auf dem Marktplatz erhältlich? Drücke für Annahme. Kürbiskuchen ist das größte und während des Backens kann man auch aus der Schale auch noch tolle Laternen schnitzen. Ja, schön. Was mache ich jetzt damit? Soll ich mir jetzt einfach die Kiste craften oder? Ich will noch zwei weitere kann ich glaube ich gar nicht kriegen. Okay, dann mache ich den crafte ich mir jetzt diese Kiste hier. Okay, habe ich getan. Also ich kann mir mehrere machen, das ist gut. Also 2 mehr, also 3 insgesamt. So, ich öffne diese. Ja, 15 Drachenmünzen, das ist mega gut. Eine Kiste mit Macht von Juwelen und ein Brillanz-Bündel. Jetzt gehe ich mal kurz zur Clubbait und mache mir noch mehr Diamanten, weil damit ich mir halt Seelen craften kann. Seelen halt für den Drachen eben so. Ja, das war einmal hier. Hier die Diamanten. Ich kann nur 15 machen, also. Okay. Jetzt geht's los. Einmal zurück. Ich glaube, ich kann mir noch eine Seele machen, weil. Oder. Ja, ich kann mir noch eine Seele machen, weil ich brauche, glaube ich, 11 oder 10 Diamanten dafür. Und ich habe 0. Hab alles ausgegeben. Für diesen Drachen hier. Hätte ich noch 4 Diamanten mehr. Ich brauche ja Ohrflamme und ich hab ja eh nur noch eine goldene Seele. Also kann ich mir doch nur eine craften, leider. Ja, und dann gucke ich noch mal kurz, wie viel ich Seelen noch brauche. Stalardrachen. Also mir fehlen noch 2 Abzeichen. Ich habe 56. Also über die Hälfte auf jeden Fall. Und ja, mir fehlt halt noch einiges. So, 44 Seelen fehlen mir nachher. Da wünsche ich mir selber viel Spaß beim Farmen. An goldene Seelen. Ja, Diamanten kann man leicht kriegen, indem man sie halt craftet. Aber man braucht halt Materialien für die Diamanten. Oder man sammelt sie selber. Aber die sind, glaube ich, so selten. Keine Ahnung. Ja, und jetzt gucke ich mal kurz, wie lange ich aufnehme. Und dann, ja, bis gleich. Ja Leute, ich nehme schon über 20 Minuten auf. Deswegen beende ich mal jetzt die Aufnahme, weil das wird dann sonst zu lang. Und ja, da würde ich mal sagen, das war's mit dem Video. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ja, und wir sehen uns einmal im nächsten Video. Tschüss.